Professor Clemens Fuß, den IFO-Präsidenten. Schönen guten Morgen, Herr Professor Fuß. Schönen guten Morgen. Ja, jetzt hören Sie mich auch? Ja, ich höre Sie gut. Ja, ich hoffe, Sie mich auch. Genau, jetzt klappt es. Sehr schön. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich hatte vorhin schon anmoderiert, dass es wirtschaftlich relativ schwierig in Deutschland läuft. Die Bundesregierung senkt die Prognosen. Wir Verbraucher fragen uns aber auch, wann wird denn das Leben, Wohnen, Tanken mal wieder billiger? Und dem steht die Inflation entgegen. Wir haben gerade diese Woche wieder gesehen, dass das so schnell nicht runtergeht, wie man es denn gerne hätte. Aber ist das jetzt wirklich noch so viel zu viel, dass man nicht mal sagen könnte von Seiten der Notenbank, okay, Zinssenkungen kommen jetzt? Ja, die Notenbank war ja, als die Inflation anstieg, relativ spät dran. Da hat man lange gedacht, ach, das kommt schon wieder runter. Und deshalb war man mit Zinserhöhungen zu spät. Deshalb ist die Notenbank jetzt zögerlich, hat Sorge, sich nochmal zu irren. Deshalb zögert man jetzt. Sie haben es ja auch gesagt, die Inflation sinkt, aber sie sinkt langsam, schrittweise. Und insbesondere die Lohnentwicklung ist eine Sache, die den Notenbanken Gedanken macht. Es könnte also von der Lohnseite nochmal ein Inflationsdruck kommen. Ursprünglich kam der ja vor allem von der Energieseite und von den Lebensmitteln her. Jetzt könnten die Löhne die Kosten in die Höhe treiben und damit die Preise. Und dann wollen die Notenbanken das Signal geben, Leute, ihr braucht nicht zu großen Lohnerhöhungen zu greifen, weil ihr euch vor Inflation fürchtet, denn wir werden die Inflation entschlossen bekämpfen. Das heißt, die Notenbanken, und Frau Lagarde hat es ja kürzlich gesagt, sie wartet erstmal jetzt noch, was an Lohnabschlüssen so kommt. Das heißt, die hohen Lohnabschlüsse in verschiedensten Branchen könnten mit dafür verantwortlich sein, dass sich die Zinswende immer noch weiter nach hinten verschiebt. Das ist ein Faktor. Es ist natürlich nicht der alleinige Faktor. Und man muss auch sagen, bislang war die Lohnentwicklung nicht der Hauptinflationstreiber. Nichtsdestotrotz macht das der Notenbank Gedanken, die Preise, die Löhne. Es gibt aber auch andere Faktoren, zum Beispiel die Lebensmittelpreise. Auch das spielt natürlich eine große Rolle. Die steigen derzeit noch ziemlich stark. Wir merken es an den Lebensmitteln als Verbraucher. Die Industrie merkt es ganz besonders bei Strom und Vorprodukten. Kriegen viele Hiobsbotschaften. Gestern gerade ein Verlust bei ThyssenKrupp, Stellenstreichung bei Conti, bei Bosch, bei Bayer. Die Regierung senkt die Wirtschaftsprognose auch für dieses Jahr. Wo, in aller Kürze man das sagen kann, stehen wir denn jetzt genau in Deutschland? Ja, wir sind leider in einer Stagnation gefangen. Und das hat natürlich zu tun mit den kurzfristigen Faktoren, Zinsen, Energiepreise, aber wir haben auch längerfristige Probleme, strukturelle Probleme. Unsere Hauptindustrie, die Autoindustrie, ist in einem Veränderungsprozess. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir laufen auf eine Situation zu mit doch schrumpfender Erwerbsbevölkerung und das macht vielen Investoren Sorgen. Und doch schauen wir Verbraucher ja zuerst einmal auf uns und in unsere eigenen Portemonnaies. Und wir sehen, und wir haben das mal so grafisch aufbereitet, wie die Inflation auch wirkt. Das heißt, Teuerung kommt ja auf Teuerung. Zum Vergleich, wenn man vor 4 Jahren im Supermarkt für 100 Euro eingekauft hat, dann war das ein Jahr später bei 3% Inflation, hat schon 103 Euro gekostet. Dann bei 13% Inflation 117 Euro, kommt ja alles on top. Vergangenes Jahr dann 130 Euro. Wenn die Inflation jetzt aber wieder im Griff wäre, dann alles wieder billiger? Es geht erstmal darum zu verhindern, dass alles noch teurer wird. Auch die Löhne sind ja gestiegen, wenn auch nicht so stark wie die Nahrungsmittelpreise. Aber andere Dinge, zum Beispiel Mieten, sind ja nicht so stark gestiegen. Aber es geht weniger darum, dass jetzt alles wieder billiger wird, sondern erstmal diesen weiteren Preisanstieg abzubremsen. Was man ja möchte, ist so ungefähr stabile Preise. Bei der Energie allerdings wird es im Moment wirklich wieder billiger. Das ist ja auch vorher so stark angestiegen, dass irgendwie klar war, so kann es nicht bleiben. Also es fallen auch schon mal Preise, aber dass das Preisniveau insgesamt fällt, das strebt die Notenbank nicht an und das kann man auch nur in Ausnahmefällen erwarten. Es geht um Stabilisierung. Es geht um Stabilisierung, verstanden. Ist es denn so unabdingbar wichtig, wann genau die Zinswende kommt? Ist nicht vielmehr die spannendere Frage, wie viele Zinssenkungen, also welche Höhe überhaupt möglich ist? Also wenn man realistisch ist von den aktuellen Niveaus, wir werden ja nicht auf 1,5, 2% plötzlich fallen.
Richtig. Der erste Schritt war mal, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen. Das haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt geht es um die Zinssenkungen. Und da wird die Notenbank schrittweise vorgehen, also in Schritten von 0,5%, vielleicht auch 0,25%. Derzeit ist der Zinssatz in der Eurozone ja bei 4,5% der Leitzins. Und da wird man vielleicht am Ende dieses Jahres dann bei 3,5% landen, vielleicht auch bei 3,75%, wenn die Notenbank etwas vorsichtiger ist. Also die Richtung ist klar, aber diese Niveaus, die wir vor der Krise hatten, mit Nullzinsen oder gar negativen Zinsen, das wird so schnell nicht wiederkommen. Mhm. Noch eine letzte Frage mit einer kurzen Antwort bitte zum Schluss. Wenn wir jetzt mal so schauen, Eurozone, da ist ja die Belastung der Zinsen für die Mitglieder gleich. Aber gerade die Schuldenschlinge der Vergangenheit, Italien, Spanien, Portugal, die stehen im Moment wirtschaftlich viel besser da als Deutschland, das brav ist, das auch seine Schuldenbremse einzuhalten versucht und sich tut und müht, anderweitig Geld einzunehmen. Warum kommen die einstigen Schlingelchen jetzt auf einmal so viel besser klar? Ja, das ist vielleicht vor allem kurzfristig so. Derzeit laufen Branchen wie Tourismus wieder besser. Die Leute konnten lange in der Pandemie nicht in den Urlaub fahren. Das läuft etwas besser. Und diese Länder haben auch keinen so großen Industriesektor. Der Industriesektor, der lahmt im Moment etwas, auch weil die Weltwirtschaft nicht gut läuft, aber auch weil die Energiepreise hoch sind. Was uns also sonst hilft, ein großer Industriesektor, der profitiert, wenn die Weltwirtschaft boomt und die Energiepreise niedrig sind, das macht uns jetzt Probleme. Und diese Länder hätten sonst vielleicht auch gerne mehr Industrie, aber im Moment sind sie vielleicht ganz froh, dass sie sich eben mehr auf Dienstleistungen konzentrieren. Das erklärt den Unterschied. Herr Professor Fuest, haben Sie vielen Dank. Ein sehr informatives Gespräch. Dankeschön.